Hallo liebe Freunde der Symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einem anderen Video. Ich habe hier einfach gerade mein iPhone in der Küche stehen, mache mir Kaffee und habe gedacht, während ich das tue, ein bisschen Zeit verschwende, rede ich mal etwas konkreter, was hier so alles passieren soll im Laufe des Jahres. Ich meine, aufgrund der aktuellen Situation hat sich jetzt mein Zeitplan noch mal ein bisschen geändert, weil eigentlich hatte ich gedacht, ich mache vielleicht schon vor Juli ein wenig hier Umbau-Action, aber das ist einfach nicht drin. Also eigentlich wollte ich die Zeit so ein bisschen nutzen, aber das kriege ich nicht hin. Kaffee. Sowohl aus zeitlichen Gründen als natürlich ganz offensichtlich auch aus finanziellen Gründen. Und deswegen wird es jetzt doch Juli, bis es hier weitergeht. Und ich will euch kurz zeigen, was so alles passieren könnte, passieren will. Und ich fange mal in dem Raum an, wo ich jetzt gerade drin stehe, weil ich warte jetzt einfach auf meinen Kaffee. Und nehme mir eine Tasse. Das ist so, wenn noch übrig bleibt. Also zum einen, ich habe hier ein paar, da ist die neue Lampe und da ist neues Licht und die Küche schaut auch unaufgeräumter, aber ein bisschen besser aus. Sollte einfach noch Zeit übrig sein. Hier nochmal streichen, vielleicht noch Regale, Kabel weg, Decke vielleicht auch schwarz, keine Ahnung. Mal gucken. Das ist aber mehr so, wenn noch was übrig ist. Der Hauptteil wird im Aufnahmeraum passieren. Und ich habe das im letzten Video ein bisschen schwammig erklärt, auch mit der Raumakustik. Deswegen jetzt quasi so dieses Video handgedreht als Disclaimer. Wo ich das einfach nochmal genauer aufdröseln will, was wie wo passiert, während der Kaffee da gleich zieht. Gehe ich halt doch mal rüber und mach dann gleich meinen Kaffee weiter. Ihr kennt meine unorganisierten Videos. Dieser wunderschöne Aufnahmeraum, wie er gerade ist, wird in seiner Art und Weise gleich bleiben, wird aber massiv umgeräumt. Was heißt umgeräumt? Verbessert. Alle Wände bleiben, wo sie sind. Ich reiß nur alles runter. Ich reiß auch die Decke nochmal runter. Problem ist, ich wollte ursprünglich hier Dämmwolle von Vicoustic reinpacken, weil ich irgendwie dachte, die wäre cool und special und yay und ole ole. Bis ich dann einfach ja nochmal ein bisschen mehr recherchiert habe und festgestellt habe, ja, normale Dämmwolle tut's halt auch. Deswegen ist das alles, deswegen sind hier auch überall noch diese Ritzen, weil die MDF-Platten einfach nur draufgeschraubt sind, ohne sich da jetzt großen Kopf zu machen, frei nach dem Motto, muss ja eh nochmal runter. Das heißt, wir haben hier an der Wand und hier an der langen Wand ein Ständerwerk dahinter aus Holzlatten und MDF-Platten dran geschraubt. Und an der Decke, das ist auch einfach nur eine Holzlattenkonstruktion, die gerade improvisiert federnd hängt. Wir haben damit so ein paar Gummis einfach probiert, das zu machen. Es ist extrem improvisiert. Keine Ahnung, ob das wirklich was brachte. Ich weiß es nicht. Wir haben es gemacht. Und jetzt kommt's im Juli wieder runter. Alles. Alle Wände und die Decke kommen runter. Das Einzige, was überlebt, ist die Gesangskabine. Ganz offensichtlich. Und wäre man jetzt vorbereitet, hätte ich diese Federn, um die es geht, hier griffbereit. Ich muss mal kurz gucken, ob ich da eine sehe. Nee, ist alles zu weit weg. Egal. Diese Ständerwerke hier stehen alle frei, die stehen auf schwarzen Gummis und sind an der Wand mit Federn gelagert. Und das wird dann im Juli genauso hier an dieser Wand passieren und das wird hier vor der Regiescheibe passieren, bis rüber da an die weiße Wand. So, das heißt, dann habe ich einmal rundrum neue Wände.
Alle mit Holzständerwerk mit Dämmwolle dazwischen, dann eine MDF-Platte drauf und dann eine Gipskartonplatte drauf. Und das sollte mir hoffentlich 40 bis 50 dB Isolierung geben. So meine Planung. Die Decke wird quasi das gleiche. An Federn aufgehängt machen wir ein neues Ständerwerk oder neues Rahmen, neue Rahmenprofile und dann doppelt Gipskarton drauf. MDF ist einfach scheiße schwer und ich habe Schiss, dass mir das nachher runterfällt. Deswegen einfach doppelt Gipskarton. Gut verspachtelt. Und ja, die Form bleibt das gleiche. Das heißt, dieses M hier oben in der Decke bleibt das gleiche. Das ist im Prinzip haben wir hier, da entlang läuft. Na, so läuft ein Stahlbetonträger. Hier oben drin läuft ein Stahlbetonträger und hier drüben, wo das Licht ist, ist ein Rohr dahinter, weshalb ich da nicht hoch kann. Aber dieses M hier wird bleiben. Das heißt, so wenig wie möglich parallel und so viel es halt dann doch nachher sein muss. Das Fenster übrigens wird noch mit einem Innenfenster gemacht. Das heißt, da sind nachher zwei Fenster drin, dass man hier auch mal lüften kann. Und im Juli werde ich mir erstmal die Regiescheibe sparen, weil die ist scheiße teuer und scheiße schwer. Und die Regie will ich ja auch noch machen. Das soll auch noch im Juli kommen. Da kriegt die Regie, kriegt noch, gehen wir mal kurz dahin, bevor ich meinen Kaffee hole. In der Regie machen wir hier, krasse Akustik. Vor die Fensterscheiben eine komplette Wand und hier hinten auch noch mal einfach eine Wand draufgeschraubt, einfach um es auch noch mal so ein bisschen zu isolieren. Da kommt dann auch das Fenster zu, was hier keine Sau braucht und dann gibt es hier halt kein Null-Tageslicht, aber das stört mich nicht. Und auch die Decke wird dann hier neu und anders und dann auch die Akustikmodule logischerweise wieder drauf. So, das zur Isolierung. Das wird einfach. Ich rechne jetzt aktuell damit 2 bis 3 Wochen Arbeit mit Schleifen und Streichen und drauf schrauben und runterholen und alles, bis ich mir um Akustik Gedanken machen kann. Und das ist der Punkt, worum ich eigentlich reden will, weil Isolierung ist irgendwie, naja, Raum in Raum halt, ohne Boden, weil ich nicht zu viel Raumhöhe verlieren will. Und ich bin hier auch im Keller. Also das passt schon. So, aber jetzt geht es um die Raumakustik, wo mich einfach ein paar Leute falsch verstanden haben. Ich möchte in diesem Raum einen sehr lebendigen Raum haben, keinen toten Raum haben. Ich möchte einen lebendigen Raum haben. Und na selbstverständlich natürlich löse ich einige akustische Probleme mit Absorbern. So. Im allerersten Schritt aber fange ich mit Diffusoren an. Und zwar hier an dieser langen Wand. An diese lange weiße Wand, die ihr jetzt seht. Also von den Scheinwerfern bis hier in die Ecke, wo die Lampe steht. Werden 5 mal 2 Module hinkommen. Ich bleibe mal da. Also stellt euch einfach diese schwarzen Dinger 5 mal vor, aber immer 2 übereinander. So in der Art wie hier die schwarzen großen Absorber, aber halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und davon werden 3 mal 2 Skyline-Diffusoren sein und 3 mal 2 von diesen Wavewood-Diffusoren. Das heißt, diese Wand kriegt nur Diffusion. Ausnahme, da hinten in der Ecke wird eine Bustrap stehen. Da hinten in der Ecke wird eine Basstrap stehen und hier über dem Drumset wird auch eine Basstrap stehen. So. Okay? Also das Bassproblem wird gelöst durch insgesamt 9 Bassabsorber, die mir hier einfach den Bass tight machen. Und die sind einfach in den Ecken so aufgebaut, dass sie die stehenden Wellen optimal töten, weil wir haben an Wänden immer ein Schallmaximum, aber das wisst ihr ja oder auch nicht. Es macht auf jeden Fall Sinn, Bassabsorber in die Ecken zu packen. So, diese lange Wand also eigentlich nur diffus.
Das ist der erste Schritt, den ich mache. Babsas Burger kommt tatsächlich erst später, weil ich habe hier auch noch ein paar. Diese runden Dinge werde ich noch verkleiden, die da in der Ecke stehen, wo der Teddybär drauf liegt von Johnny Carajo. Und da neben dem Rack, das sind Bassabsorber. Und das hier hinten ist auch noch einfach ein großer Absorber, der tut da auch noch seinen Dienst. So, und die Decke wird nachher nicht nur schwarz, sondern sie kriegt auch nachher insgesamt 12 Wavewood-Absorber ab, die genau das Problem lösen, das ich hier drin habe. Was heißt Problem? Das Ding, was mir nicht so gefällt, diese 500 bis 2 Kilohertz. 500 Hertz bis 2 Kilohertz. Die werden durch Absorber gelöst, die nachher hier oben in der Decke hängen, beziehungsweise hinterm Drumset. Beziehungsweise mit Stellwänden. Ich werde hier auch noch Stellwände kaufen, die nicht in erster Linie zur Isolierung von Instrumenten dienen, sondern zur akustischen Verkleinerung des Raumes. Also wenn ich eine Akustikgitarre haben will und ich will den nicht in die Booth stellen, sondern ich will den hier im Aufnahmeraum haben, aber ich hätte ihn gerne ein bisschen tighter vom Sound, dann kommen da Gobos drumherum, um den Sound tighter zu machen. Das heißt, die Aussage, dieser Raum ist nachher nur diffus, ist falsch. Ich löse die akustischen Probleme über Absorber, Bass-Traps sowieso, aber gehe nicht voll auf Absorption und mache den Raum nicht komplett nachhallzeiten frei. Er ist klein genug und er ist auch tief genug, dass das hier drin nicht das mega Hallerlebnis wird. Aber ich will ihn lebendig haben. Und dafür Diffusoren rein, relativ ohne Ende. Weil zum Beispiel dann nachher auch hier an die Wand kommen nachher 12 Diffusoren. Die sind immer 60 auf 60. 12 Stück. Also, nee, was? 8 Stück. 4 mal 2. 8 Stück. Hier kommt nachher auch noch diffus hin. Also, ja, Problem lösen und dann den Raum größer machen, als er aktuell, oder als er von Raumgröße ist, ihn akustisch größer machen, was Diffusoren halt tun. Das ist so die einfachste Beschreibung für Diffusoren. Ich tue mir das selber immer schwer. Genau, also das quasi als Disclaimer zum letzten Video. Nein, hier wird nicht nur diffus gemacht, hier wird auch absorbiert. Und in der Regie drüben sowieso. Ich werde erstmal hier mit den Materialien weiterarbeiten, die ich habe, weil Akustikmodule sind teuer. Man muss ja nicht alles Geld gleich zum Fenster rausschmeißen, was man nicht hat. Ja. Genau. Wer diesen Umbau unterstützen will, ich will in Corona-Zeiten nicht betteln. Mir geht es wirklich gut genug. Es passt alles. Ich habe zwar nicht viel Arbeit, aber es taugt schon. Ich will gar nicht schimpfen. Wer trotzdem sagt, hey, ich finde das cool, was du machst. Ich habe eine Patreon-Seite, wo ich zugegebenermaßen nicht sonderlich viel mache, was aber doch daran liegt, dass einfach ich nicht wirklich Patrons habe. Oder Buy Me a Coffee, Link unten in der Beschreibung, weil ich trinke gerne Kaffee. Und da kann man mir da einen Kaffee spendieren. Fände ich eine coole Sache, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr nicht Lust habt, ist das auch nicht schlimm. Wie gesagt, das soll kein Battle-Aufruf sein. Wenn ihr meine Dienste braucht, logischerweise, schreibt mir. Link zum Studio auch unten in der Beschreibung. Oder sonst schreibt mir einfach auch hier auf YouTube. Ja, ich halte euch dann noch weiter auf dem Laufenden. Ich nutze gerade einfach Corona-Shutdown auch viel, um zu planen. Und ich bin ehrlich, ich fange an, nicht den Auszug zu planen. Ich werde jetzt hier die nächsten Jahre nicht raus. Aber ich sammle schon Ideen, was ich anders haben will. Und sollte ich hier irgendwann mal ausziehen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was ihr auf diesem Channel machen soll und blub, dann schreibt das einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben und ein
Klick auf Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, lieb.